Skull and Bones war das meistersehnte Piratenspiel der letzten 10 Jahre. Die Open Beta, die eine Art Pre-Release darstellte, haben Millionen Spieler gespielt. Bei Release berichteten unzählige Medien und Influencer, dass man die Finger davon lassen sollte. Es sei kein echtes Piratenspiel, es gibt keine Piratenmechaniken, kein Content und technische Fehler. Allerdings plündern dennoch tausende Spieler täglich Schiffe, überfallen Festungen, das Ganze auf PC und Konsole ohne technische Schwierigkeiten. Ich sage euch in diesem Video, was ihr verpasst, wenn ihr nicht sofort mit Skull and Bones anfangt und warum die zuvor genannte Kritik inzwischen mehr als ungerechtfertigt ist. Zusätzlich erfahrt ihr hier, was euch alles in Season 2 erwartet und was ihr unbedingt vorher erledigen solltet. Ich bin Nietzsche und auf diesem Kanal dreht sich alles um Open-World-Spiele und MMOs. Skull and Bones fokussiert sich auf den Aspekt eines Piraten, der sich rund ums Segeln und um den Schiffsaspekt dreht und anhand gehen dabei die Freiheit eines Piraten im Indischen Ozean. Manuelles Entern und Landgefechte gehören nicht dazu. Aber genau diese Kritik ist die größte Stärke von Skull and Bones. Es geht um Seeschlachten, Freiheit und zu tun, was man will. Selbst die Hauptstory ist sehr schlicht gehalten und dient eher als eine Art Tutorial. Ubisoft meinte sogar, dass eine größere Hauptstory aufgegeben wurde, um Platz für eine Art Leere und Freiheit zu schaffen. Ihr bestimmt das Ziel und immer mehr Events und Attraktionen sowie Updates geben euch entsprechende Möglichkeiten, eure selbst definierten Ziele zu erreichen. Season 1 ist aktuell auf ihren absoluten Höhepunkt und es dauert nicht mehr lange, bis Season 2 startet. In der zweiten Season gibt es eine Flut von neuen Features, Funktionen und Events. Genau aus diesem Grund solltet ihr nicht bis Season 2 warten. Aktuell ist der Höhepunkt der Season 1 freigeschaltet und am Ende der Season 1 kommen auch nochmal abwechselnd alle Events und Belohnungen der Season 1 zurück. Nutzt den Link in der Videobeschreibung und testet Skull and Bones für 8 Stunden vollkommen kostenlos. Wenn ihr danach weiterspielen wollt, ohne euren Fortschritt zu verlieren, könnt ihr das Ubisoft Plus Abo für 18 Euro im Monat abonnieren oder, und das empfehle ich euch, ihr kauft euch einen Skull & Bones Key bei eurem Keyhändler eurer Wahl. Diese sind sogar schon ab 24 Euro für PC erhältlich. Konsolenspieler müssen etwas tiefer in die Tasche greifen. Die größten Kritikpunkte der Online-Medien und Influencer sind mittlerweile behoben. Der Ingame-Chat läuft ohne Probleme, die Server sind stabil und es gibt abwechslungsreiche Endgame-Aktivitäten. Fangt jetzt an, dann habt ihr genug Zeit, bevor Season 2 startet. Somit könnt ihr in Ruhe den Indischen Ozean erkunden und Schiffe und Bewaffnungen für die neue Season vorbereiten. Selbst wenn ihr jetzt verspätet anfangt, könnt ihr noch bis zum Season 2 Start an allen Events der ersten Season teilnehmen und alle Schiffsverschönerungen sowie wertvollen Ausrüstung und Waffen verdienen. Zu den wichtigsten Endgame-Aktivitäten gehört der Aufbau deines Piratenimperiums. Ich habe bereits einen Guide dazu erstellt. Diesen findest du jetzt oben rechts in der Infocard oder in der Videobeschreibung. Durch den Aufbau einer effektiven Achtermünzenroute bekommt ihr schnell gute Waffen und Ausrüstung. Diese könnt ihr für folgende Aktivitäten nutzen. Von den Geisterschiffen erhaltet ihr den blauen Geist und den Präzisionsbohrer, den ihr für viele Baupläne, vor allem im späteren Spielverlauf, benötigt. Mangudin ist auch alleine einfach zu besiegen. Ein Level 6 bis 7 Schiff reicht vollkommen aus. Beim Entern erhaltet ihr, wie üblich, zusätzlichen Loot. Rode Mangudin solltet ihr hingegen nicht alleine angreifen. Neben den Präzisionsbohrern und dem blauen Geist könnt ihr von den beiden Geisterschiffen auch die entsprechende Schiffsverschönerung erhalten. Ein Video, wie ihr die Geisterschiffe und auch die nächsten Aktivitäten meistert, findet ihr oben rechts oder in der Videobeschreibung. Rod Mangudin hat derzeit keinen offiziellen Eventplan, aber ihr könnt sicher sein, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir ihn gesehen haben. Die Tiefseemonster Zamaharibu und Kuharibu. Das Tiefseemonster Kuharibu ist genau wie Mangudin eine dauerhafte Endgame-Aktivität. Am einfachsten findet ihr Kuharibu, indem ihr die tägliche Quest
flüstern aus der Tiefe in Lanitra annimmt und in den markierten Bereich segelt. Ein Schiff der Stufe 6 sollte dabei ausreichend sein. Zama Haribu ist zwischen den 21. und 28. Mai wieder verfügbar und ist eine Endgame-Aktivität. Um diese zu erhalten, müsst ihr nur zum Kopfgeldbrett gehen und dort das entsprechende Kopfgeld annehmen. Danach, wie üblich, in den markierten Bereich segeln und die Aktivität einfach starten. Bis zum 21. Mai habt ihr natürlich noch genug Zeit, um euer Schiff passend vorzubereiten. Euer Schiff sollte Minimum Stufe 10 sein. Als Belohnung könnt ihr wie immer Schiffsverschönerungen sowie Charakterausrüstung erhalten, sowie Material, um die Panzerung Ouroboros herzustellen. Einen guten Schiffslevel-Boost gibt euch die Panzerung der Königliche Verwalter. Diesen erhalten wir vom Level 7 Schiffskonvoi der Kompanie. Ein Level 7 bis 8 Schiff reicht auch hier vollkommen aus. Einen genauen Guide dazu findet ihr ebenfalls oben rechts oder in der Videobeschreibung. Weitere Events, neben den Standard-Endgame-Aktivitäten, die ich hier nicht alle benennen kann, sind die folgenden. Lapez Endkampf sowie seine Flotte, sprich das Season 1 Thema. Nizaya, ein Kriegsschiff der Fahrer und das niederländische Superkriegsschiff die Upwelling. Bei allen Events gibt es neben einem packenden, abwechslungsreichen Kampf Schiffsverschönerungen und Ausrüstung. Zu allen Events habe ich bereits einen Guide erstellt. Diese sowie eine Übersicht aller Eventzeiten findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt habt ihr eine ganze Menge Informationen erhalten und um zukünftig keine Informationen zu verpassen, abonniert jetzt bitte den Kanal oder hinterlasst ein Like für den YouTube-Algorithmus. In Season 2 von Skull & Bones erwarten uns neben der komplett überarbeiteten Achtermünzen-Mechanik und die dazugehörige Rangliste eine neue Season-Mechanik rund um die Zwillinge Hubak, die Chaos im Indischen Ozean stiften. Neue Waffen und Schiffsausrüstung. Außerdem gibt es neue und einzigartige Überfallmissionen. Die französische Kompanie ergreift ihre Gelegenheit, um noch mehr territoriale Ansprüche durchzusetzen mit ihrem neuen Superflaggschiff. Zudem finden Drachenboote und ihre passenden Events dazu ins Spiel. Natürlich gibt es auch ein neues Tiefseemonster, den Megalodon, einen riesigen Hai von bisher ungesehenen Ausmaßen. Die Season 2 startet voraussichtlich am 18. Mai und wird genauso wie Season 1 12 Wochen andauern. Ist Skull & Bones perfekt? Nein. Lohnt es sich zu spielen? Auf jeden Fall, und es wird immer besser. Wie mit allen Live-Service-Spielen brauchen die Zeit, um ihren Weg zu finden. Gute Beispiele sind hier Elder Scrolls Online und Sea of Thieves, sowohl zu einem gewissen Grad auch WoW und viele mehr. Spielt einfach und habt Spaß, es lohnt sich und es wird auch noch immer besser. Ein weiteres prominentes Beispiel ist Diablo 4, eins der meisterwartesten Spiele der letzten 15 Jahre und es ist gefloppt. Ob Diablo 4 die Kurve bekommt oder weiter bergab fällt, sage ich euch ebenfalls in einem meiner nächsten Videos. Also vergesst nicht, den Abonnier-Button zu smashen und schaut auch in einem meiner anderen Videos vorbei. Ich bin Nietzsche und don't forget, we are the Shadow.